Ich fühle richtig den Beat, Leute. Ich fühle ihn. Auf geht's, los geht's. Cassidy gegen Echo mit Ignite. Also der hat auf jeden Fall Bock. Dieses Mal werden wir mit Cassidy alles zerstören, Leute. Holy shit. Nicht. Okay, diesmal alle CS ab jetzt. Alle. Wobei, alle werde ich nicht kriegen, aber alle. Was passiert hier eigentlich? Ich komme mal, aber bin mir nicht sure about this. Not absolutely sure, wo es hängt. Der ist da hinten, Alter. What is happening here? Ich hätte einfach in die Mitte gehen sollen, Alter. Problem ist, ich habe jetzt hier 300 Minions verloren. Aber okay. Alle Minions. Der Call ist da, Alter. Es geht schon wieder los hier hinten. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Wir müssen echt aufpassen. Er hat halt Ignite und Bock, ne? Da müssen wir echt übel aufpassen, Leute. Heuli, heuli, heuli. Er ist mich tot. Ich lebe. Ich glaube, ich lebe. Ich überlebe das. Sehr gut. Sehr gut. Ignite ist raus. Wir leben. Könnte sein, dass Grapefruit Grapes auch noch kommen. Werden natürlich jetzt ein paar... Das ist halt das Ding, ne? Also zuerst ist halt... Ein paar Sekunden später. Wobei, alle werde ich nicht kriegen, aber alle. Du musst halt trotzdem gucken, dass du eher überlebst, ne? Ich verliere jetzt wieder CS. Und deswegen ist Teleport halt auch generell wichtig, glaube ich. Wobei, mit Ignite wäre es auch knapp geworden dafür ihn gerade. Schlecht. Das ist... Okay, er ist weg. Das ist gut. So, bisher sieht es ja ganz okay aus, I think. Auch zuerst diesmal deutlich besser als gerade, hätte ich gesagt. Your magic is powerless against me. That fresh start smell. Er ist schon 4-0, der Graves. Das ist auf jeden Fall not so schön. Ja, schön. Ja, schön. Leute, das ist der Anfang. Der Anfang von etwas Großem. Und zwar meinem riesigen, großen Start. Ja, welcome. Herr Stopp, welcome eh. Können wir hier noch was machen? Also, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Also, nee. Lauf, Wally, sehr schön. 2-0. Miau. Bro, no. No, Bro. Dafür haben wir aber ordentlich Power jetzt. Genauso der Power Booster. Ich würde sagen, wir gehen auf den da unten. Ja. Welcome. Wo ist Braum? Wo ist Braum? Das neue Spiel jetzt erhältlich. Let's go. Welcome. Welcome. Hallo, let's go. Welcome, 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 welcome. Der ist auf jeden Fall RIP. Ich krieg leider keine Guilds, aber ich hoffe, Vayne carried mich dafür dann später. I hope. Können wir da noch was machen? Also ich hätte Bock. Hat er noch einen Grab? Kann sein. Hier ist ein Slow. Hier ist eine Q. Hier ist ein Sprung. Aui, Damage ist... Was passiert hier eigentlich? Vayne. Warum? Weißt du, Vayne hat alle Kills gekriegt, aber sie intet. Hätte ich jetzt die Kills bekommen, wäre ich der komplette Boss, Alter. Ich hoffe, ihr sterbt da nicht. Töten könnt ihr die aber gerne. Na, ich mach direkt mal Pressure auf der Bot, weil... Leute, was gewinnen die Games? Richtig, Objectives. Tower taking Toby, taking Towers. Aber ich pushe einfach durch. Tower pushing, Tower taking, taking Toby, Tower the taking. I don't know, Leute, ich bin nicht da. Hoffentlich ist Camille da. Ja, Power Booster ist da, Leute. Wenn der Power Booster da ist, dann stirbt Vayne. Das ist die Grund... Im Prinzip ist die Regel... Erstmal, egal was passiert, Vayne stirbt. Leute, bitte nicht. Bitte überlebe. Ich bin gleich da. Almost. Almost. Ja, das ist mein Moment. My moment! Oh ja, my moment! My moment to shine! Oh, Cassadin. Ich gehe hier rein, weil ich bin Cassadin slow. Und Ultimate. Solo Carry. Curry. Ja, Curry King. Aber jetzt sind wir halt deutlich besser ins Game gekommen als beim letzten Mal. Jetzt geht's halt auch deutlich besser schon, ne, hier. Ja, ich kann es halt nicht deffen. So, das ist, selbst wenn ich da wäre, wäre halt over. Over and over. Deswegen kann ich lieber noch für ein bisschen Damage gehen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht den allergeilsten Wave Key. Hält sich hart in Grenzen. Tower taking Toby, taking the tower. Ja, das Werfer, was ich jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Für mich war es übel, Werfer. Mein Portemonnaie ist prall gefüllt. Jetzt muss ich aufpassen, weil er killt mich sonst.
Aber es ist gut, dass er kommt, weil jetzt, sonst wäre ich wahrscheinlich noch bis zum Nexus weiter da geblieben. So, Rabadons ist auch da, damit sind wir jetzt super strong auf jeden Fall. Denn manchmal ist weniger mehr, wir kennen diese Regel. So, was hatte ich gesagt? Stundenglas, Reudenglas, machen wir das hier, CDR. CDR. Könnte ich den, ich glaube, ich kann ihn fighten sogar. Ja, ich glaube. Hat er seinen Sprung noch? Hat er noch. Later, bitch! Da. Stopwatch ist da. Genau deswegen aber Stopwatch. Stopwatch, du kannst halt danach auch immer instant springen. Das ist übel gut. Vorausgesetzt, ich inte nicht. Okay, sie hat ihre Ult daneben geschossen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Bin mitten reingesprungen hier. Ja, my time to shine, maybe, aber nur maybe. Nur maybe. Step! Danke, grazie, welcome, grazie, welcome, grazie, welcome. Drei Löcher hat die Basis und hätte sie nicht drei Löcher, dann wäre es nicht meine Basis. Alter, der macht ja gar keinen Schaden an mir, habe ich das Gefühl. Bang, bang, ich bin GG, du nicht. Problem ist, mein Team auch nicht. Wobei, ich habe halt wenig Leben, aber ich habe noch Stundenglas. Und ich habe 300 Sprünge. Bang, bang. GG, ich habe noch einen Sprung. Den kriegen wir auf jeden Fall, der ist safe tot, Alter. GG! Ich muss erstmal für Grapefruit Graves gehen. Ja. Ah, ich hatte noch kein Stundenglas. Sehr gut. Scheiße, nicht gesehen. Aber danke, Vayne. Vielen Dank. Ich meine, wir mussten, ne? Weil wir waren in der Unterzahl. Ich hoffe, Vayne carryt mich dafür dann später. Ja, wir hätten, glaube ich, noch warten können. Hätten wir. Wir hätten warten können, ganz ehrlich. Aber, ja. Was lernen wir daraus? Du darfst den Vayne niemals alleine lassen. Denn auf Vaynes, das sind ständig Spieler, die für One-on-Ones gehen wollen. Und die sterben permanent. Du musst Vayne babysitten. Safe.